Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen bei einem weiteren Webinar der iService-Reihe in dieser Woche. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Andreas Klug von der ITX-Gruppe. Ich freue mich, in den nächsten 30 Minuten, 25, 30 Minuten mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, was mich eigentlich tagtäglich bewegt, nämlich das Thema Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, also die optimale Zusammenarbeit von Mensch und KI auf dem Arbeitsplatz der Zukunft. Und unser Webinar heute habe ich unter das Thema gestellt: KI sind Chatbots? Nein, mitnichten. Ich möchte Ihnen gerne tatsächlich Erfahrungen aus der Praxis zeigen, wie künstliche Intelligenz das Arbeitsumfeld in Ihrem Unternehmen tatsächlich aktiv verändern kann. Wie eingangs gesagt, würde ich mich ganz gerne vorstellen. Ich bin Andreas Klug. Ich habe das Vergnügen, dem Arbeitskreis Artificial Intelligence im Digitalverband Bitkom vorzusitzen. Das ist deswegen ein Vergnügen, weil dieses Thema in den letzten 28 Monaten, seit es diesen Arbeitskreis gibt, enorm gewachsen ist. Es sind über 2000 aktive Follower im Arbeitskreis aktiv. Ich habe mit Rainer Kolm zusammen die iService-Initiative vor vielen Jahren gegründet. Unsere Ursprungsidee war ja, wie wird diese Digitalisierung, die wir in Form dieser kleinen Geräte, die wir heute mit unseren Hosentaschen rumtragen und die eigentlich unser ganzes Leben fordern beziehungsweise vereinfachen und komfortabel machen, wie werden wir mit diesen Geräten umgehen? Also das Thema App, wie stark wird App das Kundenservice-Umfeld oder Custom Experience verändern? Und ja, und mein Geld verdiene ich als Marketingvorstand der ITX. Die ITX wird vielen von Ihnen im Begriff sein, leider häufig noch unter diesem Hashtag, die verarbeiten automatisiert E-Mails. Das stimmt, das tun wir auch immer noch. Aber mittlerweile hat sich doch das Umfeld Mensch-Maschine Zusammenarbeit derart verändert, dass in den letzten Jahren doch sehr starke Entwicklungssprünge passiert sind. Und das ist unter anderem eines der Themenfelder, auf die ich heute ganz intensiv in den nächsten Minuten eingehen möchte mit Ihnen. Soweit, so gut. Ja, im Bitkom, das hatte ich eingangs gesagt, arbeiten wir beispielsweise am Periodensystem der künstlichen Intelligenz. Das haben wir auf dem Digitalgipfel in Nürnberg Ende letzten Jahres das erste Mal vorgestellt. Auf demselben Digitalgipfel wurde, wenn Sie die Nachrichten verfolgt haben, auch die KI-Agenda der Bundesregierung vorgestellt. An der wir als Bitkom in dem Arbeitskreis auch aktiv mitwirken durften und zu denen wir auch Hinweise geben durften, die auch nachher in der KI-Strategie auch verarbeitet wurden beziehungsweise vorgesehen wurden. Also insofern ist unser Wirken im Bitkom schon nicht nur ein gesellschaftliches und ein wirtschaftliches Thema, sondern tatsächlich auch ein ethisches und ein politisches Thema, mit dem wir uns da beschäftigen. Ja, ich hatte ein bisschen überspitzt in dem Titel zu unserem heutigen Webinar geschrieben, KI sind Chatbots mitnichten. Ja. Ich würde ganz gerne genau da anfangen. Ja. Ich möchte gerne die spitze These hier in diesem Webinar verbreiten, dass ich sage, Chatbots leiden unter Dialogdemenz. Und damit möchte ich Sie anregen, dazu eine saubere Abgrenzung dazu zu leisten, was Chatbots eigentlich tatsächlich können und was sie sind. Und was sie nicht können und wo sie vielleicht von ihrer Flughöhe, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Webinars im Moment unterwegs sind, dass ich Sie von dieser Flughöhe mal etwas herunterhole. Fakt ist, Chatbots haben erstmal überhaupt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Wenn ich aber bei den 35 Vorträgen, die ich im letzten Jahr bei Managern aus unterschiedlichen Industrien immer mit dem Schwerpunkt Prozessautomatisierung, Service Center und Backoffice gesprochen habe, dann, wenn ich dort frage, dann ist es leider ein bisschen naiv. Ja? Also die meisten Leute, die ich da frage, wenn ich die frage, was ist für Sie KI, dann sagen die, ja, das sind für mich Chatbots. Das bedeutet, es geht eigentlich immer darum zu sagen, irgendwann werde ich Maschinen haben und die werden den Dialog zu meinen Kunden übernehmen. Ich finde diese Fragestellung oder diese Herangehensweise an das Thema Digitalisierung eine sehr befremdliche, weil Fakt ist einfach, Dialoge werden Maschinen nur in einem klar abgegrenzten Wissensbereich, wir nennen das Domäne, führen können erfolgreich. Und wie Sie an diesem Beispiel, was ich natürlich kreiert habe, aber ich glaube, Sie können sich sehr gut vorstellen, dass dieses Beispiel tagtäglich mit allen möglichen Chatbots genau passieren kann, wie Sie das hier sehen, können
Maschinen einfach noch keine vollständigen Dialoge durchführen. Die Erläuterung ist auch ganz einfach, die versteht auch jeder in diesem Webinar. Es geht um den Kontext. Wenn ich jetzt mit Ihnen bespreche, dass Rainer Kolm und ich eine Initiative gegründet haben, dann wissen Sie, dass es die iService-Initiative ist. Eine künstliche Intelligenz, die uns zuhören würde, würde mit dem Thema Initiative und Gründung erstmal nichts anfangen können. Der Kontext entscheidet und Sie sind in der Lage, die Dinge, die ich jetzt sage, genau in den richtigen Kontext mit den Dingen zu bringen, die ich in den letzten 5 Minuten erzählt habe oder die Rainer Kolm eingangs gesagt hat. Und das ist genau dieser Punkt. Wir sind technologisch einfach noch nicht so weit, dass vollständige und vollwertige Dialoge geführt werden können. Davon abgrenzen möchte ich den Einsatz von Chatbots in einer klaren Domäne, sogenannte, ich nenne sie so, geskriptete Chatbots. Beispiel, wenn ich auf die Webseite einer Versicherung komme und da steht drin, berechne deine Hausratversicherung mit unserem Chatbot, ja, dann ist das eine ganz klar abgegrenzte Domäne. Dann kann ich natürlich mit dem Chatbot einen vorher definierten Dialog führen. Der Chatbot wird mir sagen, wie groß ist deine Wohnung? Wo liegt deine Wohnung? Hast du eine teure Stereoanlage, ja oder nein? Am Ende des Tages braucht aber dieser Chatbot, den ich gerade beschreibe, eigentlich keine KI. Dieser Chatbot macht nichts anderes, als mir das Ausfüllen eines Formulars zu generieren und mir eine schönere Service Experience zu geben. Nicht mehr und nicht weniger. Und diese Abgrenzung war mir wichtig, dass ich die zu Beginn unseres Webinars hier halte, ne? Frei nach dem Motto, Chatbots ist tatsächlich, muss überhaupt nichts mit KI zu tun haben. Chatbots ist eine schöne Geschichte, aber tun Sie mir den Gefallen, glauben Sie nicht, dass Sie in absehbarer Zeit alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter loswerden müssen, weil es jetzt Chatbots gibt. Überhaupt gibt mir diese ganze Diskussion, Maschine oder Mensch, ehrlich gesagt, viel zu weit. Die Fragestellung ist schon falsch. Es muss heißen Maschine und Mensch. Und da möchte ich gerne ansetzen und Ihnen etwas über das Thema Produktivität am Arbeitsplatz der Zukunft sagen und auch an dem Thema, woran zeigt sich eigentlich an Erfolgsgeschichten, wo wirklich wo sind die Low-Hanging Fruit, wo sind die Früchte, die Sie jetzt picken können, wenn Sie über das Thema intelligente Automatisierung und Aufwertung des Arbeitsplatzumfeldes sprechen. Und da geht es ausschließlich darum, wie Mensch und Maschine gemeinsam erfolgreich sind und nicht um die Fragestellung, ob ich etwas von einem Mensch oder einer Maschine machen lasse. Ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist tatsächlich diese Suche nach dem Kontext. Wenn wir über das Thema Produktivitätssteigerungen sprechen, und da meine ich nicht nur den Arbeitsplatz des Kundenverstehers, der bei Ihnen im Front Office sitzt, im Service, ja, sondern auch den Kundenversteher oder den Vorgangsabwickler, der im Backoffice sitzt, der eine Schadenbearbeitung macht, der eine Stammdatenänderung macht, der einen Antrag bearbeitet, ja. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiden immer unter einem. Wir arbeiten teilweise auf Datensystemen, die aus den späten 90er Jahren stammen. Ja, daran werden wir auch so kurzfristig nicht denken oder nichts ändern. Fakt ist aber, es gibt amerikanische Studien, die behaupten, dass es weit über 30% sind. Einigen wir uns mal auf einen Wert irgendwo zwischen 20 und 30%. Das ist der Wert, den unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit verplempern, Tag für Tag, dass sie auf der Suche nach Informationen sind, die sie für die Bearbeitung des aktuellen Vorgangs, den sie auf dem Bildschirm haben, benötigen. Und diese Suche nach dem Kontext, wenn wir uns vorstellen, dass wir Wissensarbeit produktiver machen wollen, ja, diese Suche nach dem Kontext bedeutet, was wäre denn, wenn wir Maschinen einsetzen könnten, die uns in 80% der Dinge, die wir tun, genau alle im Kontext relevanten Informationen auf dem Bildschirm zur Verfügung stellen? Was wäre, wenn Maschinen tatsächlich nach dem suchen, was erkennbar ist? Was ist, wenn eine Beschwerde eingeht und ich in dem Moment, wo mir die Beschwerde zugewiesen wird, um sie zu bearbeiten, alle maschinell relevanten und maschinell besorgbaren Daten und Informationen im Kontext zu diesem Sachverhalt auf dem Bildschirm hätte? Dann hätte ich eine hohe Produktivität, weil in 80% der Fällen ich einen Vorgang eigentlich komplett sofort bearbeiten könnte. Ich müsste nicht suchen, ich müsste nicht die Applikation wechseln, sondern ich hätte sofort alle im Kontext relevanten Informationen auf meinem Bildschirm. Und da sind wir genau bei der Rolle von künstlicher Intelligenz und das viel stärker, als wir es mit dem Thema Chatbots im Moment jemals haben würden. Ja, es geht um die Suche nach dem passenden Kontext. Und um auch da eine Abgrenzung nochmal zu betreiben,
Klar, wenn Sie ein Formular auf der Webseite haben, wo drin steht, berechne deine Hausratversicherung, ja, und der Kunde füllt das aus, dann ist das natürlich ein ganz klarer Antrag. Da brauche ich keine KI für, ja. Um eine strukturierte Information zu verarbeiten, brauche ich meistens keine künstliche Intelligenz. Ja. Das Problem ist nur, dass 80% der Dinge, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, unstrukturiert sind. Sie stehen in E-Mails. Sie stehen in kleinen Mitteilungen, sie werden uns am Telefon erläutert, sie gehen über soziale Netzwerke ein. Und wir sehen immer nur eine Facette der ganzen Geschichte. Und unsere Zeit geht dabei drauf, rauszufinden, was sind denn andere Facetten und nach anderen Facetten zu suchen, die uns in die Lage versetzen, einen Vorgang tatsächlich abzuschließen. Und deswegen finde ich auch sehr, sehr passend, wenn ich auf meinen Vorträgen frage, was sind eigentlich so die Themen oder was ist das zentrale Thema, was im Moment Leiter und Operation verantwortlich eigentlich treibt. Und das Thema ist tatsächlich Fachkräftemangel. Ja, also natürlich sind solche Themen wie Digitalisierung ganz weit vorne, wenn ich auf Veranstaltungen dann die Diskussion suche mit Leiter Service, mit Leiter Abwicklung, dann höre ich das ganz häufig. Aber das, was ich immer höre, ist, ich finde keine Fachkräfte mehr, um meine Anträge zu bearbeiten. Ich finde keine Kundenversteher mehr. Ja? Ich finde keine Antragsspezialisten mehr. Und das ist tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil in der Zukunft, wenn Sie in der Lage sind, eine höchstmögliche maschinelle Produktivität am Arbeitsplatz auszugeben, dann werden Sie in den nächsten Jahren ein Wettbewerbsvorteil sein. Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster und ich bitte zu beachten, dass dieses Webinar ja aufgezeichnet wird. Das wird das auch in ein paar Jahren noch geben. Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich behaupte, dass die Generation, die uns folgt, also die Generation, die jetzt noch auf der Uni ist, ja, dass viele dieser jungen Menschen, die werden sich in ein paar Jahren tatsächlich überlegen, in welchem Arbeitsplatzumfeld sie bei ihrem Unternehmen arbeiten können. Ja. Und wenn die da, ich überziehe es jetzt mal, noch mit Windows 3.11 arbeiten, ja, das bitte ich jetzt nur als Symbol zu sehen, also wenn die mit einer uralten Version bei ihnen arbeiten und wenn die mit einem IT-Umfeld arbeiten, wo die Kommunikation einfach beschwerlich ist und wo man Anwendungen wechseln muss und wo man arbeitet wie vor 20 Jahren, dann, das ist meine These, werden sich die hoffnungsvollen Talente der Zukunft werden sich dreimal überlegen, ob sie in ihrem Unternehmen überhaupt arbeiten wollen. Ich glaube, die jungen Menschen werden sich Arbeitsplätze suchen, wo sie wissen, da habe ich eine größtmögliche Produktivität am Arbeitsplatz, da habe ich eine größtmögliche Unterstützung durch meinen Arbeitsplatz. Und das wird heute weit übersehen. Ja, darum wird es tatsächlich gehen. Dieses Fehlen der geeigneten Fachkräfte ist eine ganz große ökonomische Herausforderung. Und wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, in Versicherungen und Banken, wo es um dieses Thema geht, was wird KI eigentlich machen, dann kann ich immer nur sagen, ich kenne kaum ein Unternehmen, zu dem wir als ITIX gehen, wo die Entscheider sagen, wir wollen 30% unserer Leute im Service abbauen. Das kenne ich gar nicht. Die Argumentation ist tatsächlich immer, ich komme kaum an Fachkräfte. Wie schaffe ich es, mein Wachstum, mein generisches Wachstum mit der gleichen Mannschaft zu stemmen? Und das geht nur durch eine optimale Zusammenarbeit von Mensch und Maschine am Arbeitsplatz. Soweit, so gut. Ich will Ihnen natürlich zeigen, wie sieht das ganz konkret aus. Ganz klar, ganz einfach. Also zum einen, künstliche Intelligenz ist in der Lage, ein Thema zu erkennen. Das ist ein alter Hut. Das machen wir seit 15 Jahren fast, dass wir also KI-basierte E-Mail-Erkennung haben. Wir wissen ganz genau, was für ein Thema geht es, von wem geht es aus und wie dringlich ist eigentlich. Wie können wir einem Unternehmen den Mehrwert schaffen, eine ganz dringliche Aufgabe schneller zu vermitteln als eine Aufgabe, die 2 Tage liegen bleiben kann? Dafür haben wir früher Menschen gebraucht, die haben das disponiert. Ja, was muss jetzt passieren? Was muss morgen passieren? KI ist ein Schlüssel dafür, automatisch zu erkennen, was muss ich eigentlich jetzt machen und was kann ich in ein paar Stunden machen. Ein weiterer Punkt oben rechts, KI erkennt vorgangsspezifische Fach- und Personendaten. Das ist ein Thema, wo ich gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen werde. Das ist dieses Thema, was ich immer so schön Copy und Paste nenne, was mich immer dazu bewegt, Entscheidern zu sagen, wenn sie durch ihre Abteilung gehen oder durchs Backoffice gehen und da sitzen Leute, die links etwas abtippen, um es rechts wieder einzutippen oder die von einem Papier etwas abtippen, um es irgendwo einzutippen, dann haben sie es mit Medienbrüchen zu tun, die genau diese 25%
10%, die ich eingangs beschrieben habe, Produktivität kostet. Und genau da müssen wir ansetzen mit Mensch-Maschine-Zusammenarbeit. Und dann natürlich das Vergleichen von Vorgängen unter hunderten ähnlichen Vorgängen unten links. Ja, also KI kann uns hervorragend, wenn wir einen Antrag oder ein bearbeitbares Ticket in Anführungsstrichen auf unserem Bildschirm haben, kann eine KI uns genau sagen, wie häufig kommt so ein Ticket vor, wer hat in der Vergangenheit solche Tickets auch schon mal beantwortet, wie wurden die optimalerweise beantwortet und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit richtig liege. Das ist ein wunderbares Umfeld für KI. KI macht so viele Erfahrungen, die können Sie in Ihrem Arbeitsleben nie machen. Ja, um das mal zu vergleichen mit der Qualitätssicherung in der Industrie, wenn Sie ein Auto bauen. Ja, es gibt da ja so ältere Herrschaften, die in der Lage sind, beim Zuklappen einer Tür genau zu erkennen, ob die genau richtig installiert ist oder ob es da noch ein Nachziehen bedarf. Ja, eine KI, müssen Sie sich vorstellen, die ist so in der Qualitätssicherung wie Hunderte von Qualitätssicherern zusammen. Ja, die hat so viele Türen schon zugeklappt und so viele Geräusche schon gehört und so viele Vorgänge schon bearbeitet, dass der Erfahrungsschatz eines maschinellen Assistenten am Arbeitsplatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so groß sein wird, das können Sie durch noch so gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auffangen. Da brauchen Sie eigentlich eine maschinelle Unterstützung für. Und genauso unten rechts natürlich auch, wenn es darum geht, wie bearbeiten Sie Vorgänge, was sind passende Antworten zu Vorgängen und so weiter und so fort. Ja, in dem Zusammenhang natürlich, warum glaube ich, dass wir uns bei ITIC so gut damit auskennen? Weil wir das seit 20 Jahren machen. Ich selber mache das seit über 15 Jahren mittlerweile. Die ITIC ist, viele von Ihnen werden das wissen, ist ein Spin-off der Universität Koblenz-Landau als solche gegründet, 96. Und einige der großen globalen Unternehmen und Marken setzen auf Lösungen von ITICs, beispielsweise wenn ich von der Firma Samsung spreche oder der Firma FedEx oder Volkswagen, dann setzen die auf Lösungen von ITICs, wenn es darum geht, tatsächlich textbasierte Transaktionen in verwertbare Erkenntnisse oder verwertbare Geschäftsprozesse umzuwandeln. Mit anderen Worten, wir machen, das könnte man ganz kurz so beschreiben eigentlich, wir machen aus allem, was unstrukturiert ist, etwas Strukturiertes, was Sie verarbeiten können. Und das natürlich mit dem Anspruch, das mit einem sehr, sehr großen Anteil der Vorgänge zu machen, um entsprechende Vereinfachungen am Arbeitsplatz sicherzustellen, sodass Ihre Mitarbeiter wissend sind und nicht fragend sind. Dieser Ansatz ist tatsächlich, hat das Potenzial, Bearbeitungsdauern von Mitarbeitern, also die Zeit, die sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Case beschäftigen, um bis zu 90% zu sinken. Das hört sich jetzt unseriös an. Es ist aber tatsächlich ein Fall, den ich selber auch noch sehr gut kenne aus dem Bereich Versicherung, wo eben tatsächlich recht komplexe Sachverhalte, die vorher, wie Sie hier oben sehen, ich werde da jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen können. Dafür fehlt uns einfach schlicht die Zeit, aber wo recht komplexe Sachverhalte, die vorher komplett, wie Sie hier oben sehen, von einem Menschen bearbeitet werden und die hier in der durchschnittlichen Bearbeitung über 10 Minuten einfach brauchten, ja, durch den unterschiedlichen Systemwechsel, durch das Suchen, durch das Linkskopieren, das Rechts einfügen. Und diese Bereiche werden durch das Wirken von künstlicher Intelligenz und Robotics, also RPA steht für Robotic Process Automation, was im Übrigen nichts ist ohne KI. Ja? Also mit einem Robot können Sie wunderbar aus dem linken Formular etwas ins rechte Formular kopieren, aber Sie können mit einem Roboter nicht aus einer E-Mail die richtigen Daten filtern und sie in ein Formular kopieren. Das wird nicht gehen. Ohne KI können Sie das nicht, weil die E-Mail unstrukturiert ist und Social Media unstrukturiert ist und Dokumente unstrukturiert sind. Und da kommen wir gleich noch mal ein bisschen näher zu. Also das sind die Low-Hanging Fruit. Und das Prinzip dabei ist tatsächlich, dass Menschen in einem Arbeitsumfeld sind, wo sie Entscheidungen treffen und wo die KI aus diesen Entscheidungen Rückschlüsse zieht. Und dadurch lernt die KI vom Menschen und der Mensch trainiert einfach nur durch das Verarbeiten die KI. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das die Zukunft der Mensch-Maschine-Kommunikation am Arbeitsplatz ausmachen wird. Die Frage ist jetzt, wie gestaltet man das aus und wie kommt man da am besten hin?
Es geht nicht um diese fehlende Mitte, wie Sie hier sehen. Die fehlende Mitte nach dem Mr. Dougherty, das ist der CEO von Accenture, der die definiert hat und die ich hier gerne übernehme und auf meine Art interpretieren möchte, diese fehlende Mitte. Sie sehen auf der linken Seite hier die Fähigkeiten, die wir Menschen zuweisen, ja, die Besonderheiten, die ein Mensch ausmacht. Auf der rechten Seite sehen Sie die Besonderheiten eigentlich, die eine Maschine ausmacht, also beispielsweise ein Mensch ist in Suchen meiner Daten und Hinzufügen meiner Daten einfach schwach. Das kann ein Roboter viel schneller machen, eine Maschine kann das viel schneller machen. Ein Mensch ist aber extrem stark darin, zum Beispiel sich in eine Situation einzufühlen oder einen Sachverhalt zu beurteilen. Das Problem, was ich sehe und was ich als fehlende Mitte definiere, ist, dass wir immer noch nicht verstanden haben, dass es nicht nur um links oder rechts geht, sondern es wird in Zukunft darum gehen, wie schaffen wir die perfekte Verbindung zwischen links und rechts? Und das ist diese fehlende Mitte. Und ganz konkret, was will ich damit sagen, fehlende Mitte? Ganz konkret, Sie als Führungskräfte in Ihren Unternehmen müssen mitwirken daran, dass wir KI-Erklärer bekommen, dass wir den Menschen erklären, wie die perfekte Mitte, wie die perfekte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine passiert, dass wir versuchen, diese Eigenschaften, die hier in der fehlenden Mitte sind, von vornherein in unser Kalkül zu bringen und dass wir so auch unsere Prozesse denken müssen. Wir müssen immer denken, also ich bin gerade auf einer Veranstaltung, wo wir gerade über diese fehlende Mitte diskutiert haben. Und sehen Sie es einfach so, wie wenn Sie ein Lager haben, wo Ihre Mitarbeiter heute mit Betonschuhen rumlaufen. Ja, dann ist das klar, das ist anstrengend für die. Und dann dauert es eben vom Regal 1 zum Regal 17 zu gehen, dauert eben. Ja. Und stellen Sie sich einfach vor, KI gibt Ihnen eine Chance, diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Turnschuhe an die Füße zu geben. Darum geht es. Es geht nicht darum, die Mitarbeiter rauszuwerfen, sondern es geht darum, Turnschuhe zu tragen, schneller zu sein, agiler zu sein. Und deswegen müssen Sie sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Ich will Ihnen ganz gerne zeigen, wo aus meiner Sicht diese Low-Hanging Fruits sind, die ich eingangs besprochen habe. Und die will ich auch nur ganz kurz anteasern, angesichts der Zeit, die abläuft. Ganz kurz ein paar Erfolgsgeschichten zu dem Thema. Schauen Sie hier, wenn Sie mir vor ein paar Jahren gesagt hätten, dass es so komplizierte Abläufe wie zum Beispiel eine Darlehensbearbeitung oder eine Baufinanzierungsbearbeitung durch eine künstliche Intelligenz unterstützt wird, ich rede gar nicht davon, dass sie erledigt wird, ich sage nur, dass sie unterstützt wird, ja, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, das wird noch ein paar Jahre dauern. Tatsächlich ist es aber so, dass also heute solche Antragsbearbeitungen wie Darlehen oder Baufinanzierung dadurch ja eigentlich eine Komplexität haben, dass sie eine Menge von Quellen haben, also eine Menge von Papier, ob jetzt digital oder tatsächlich physikalisch. Sie haben einfach Informationen, die stehen auf unterschiedlichen Datenträgern oder Papieren oder E-Mails oder in unterschiedlichen Orten. Und wenn Sie eine Baufinanzierung bearbeiten, dann müssen Sie dafür sorgen, dass Sie all diese Daten in eine Erfassung bringen. Also von der Grundstücksgröße über die Belastung auf einem Grundstück, über den Kaufpreis und die Lage einer Eigentumswohnung bis hin zu einem monatlich belasteten Einkommen, was ich habe, was ich Ihnen durch meine Kontoauszüge nachweise und so weiter und so fort. Ich glaube, Sie können sich ganz gut vorstellen, auch wenn Sie nicht im Bereich Banken oder Versicherungen arbeiten, was es bedeutet, so eine Antragsbearbeitung zu machen. Wir haben ja eben ein schönes Beispiel gesehen aus der privaten Krankenversicherung, was wir eben gesehen haben mit den 10 Minuten, die auf unter eine Minute gekürzt werden konnten. KI erlernt einfach den Kontext der Daten und Informationen, die Sie bei der Antragsbearbeitung haben. Eine KI erkennt eben einfach, dass ein belastbares Einkommen wie ein belastbares Einkommen in einem Kontoauszug tatsächlich dargestellt wird und wie es in den Versatz gebracht wird zu Ihrer Gehaltsabrechnung, die Sie auch einreichen. Aus diesen Informationen kann KI erlernen, genauso wie ein Fachkraft bei Ihnen, erlernen, was denn die relevanten Informationen sind. Und da können Sie sich vorstellen, wir sind jetzt bei Roundabout, die ist schon überaltert hier, diese Folie, wir sind bei über 80% mittlerweile. Also 80% der Informationen und Daten, die Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute händisch und manuell zusammentragen, kann eine KI schon vorbereiten. Dann sind die schon da. Ja, dann muss Ihr Mitarbeiter tatsächlich sich nur um die 20% Vervollständigung kümmern und um einen Vorgang zu beenden. Ein weiteres Beispiel hier aus dem Bereich B2B-Bestellungen. Das ist ein sehr großer international agierender Erfrischungsgetränkehändler.
Die hatten einfach das Problem, dass der Kunde, also der B2B-Kunde, nicht den Weg für eine Bestellung einhalten wollte, den man ihm gegeben hat, nämlich ein Extranet. Nö, der Kunde, der hatte so bestellt, wie er wollte, per E-Mail, per Faxvordruck, per SAP-Bestellung und so weiter und so fort. Das heißt, also es war ein immenser Aufwand dafür notwendig, um diese Bestelldaten aus unterschiedlichen Quellen und Formaten ins SAP zu überführen. Und das ist, um nochmal darauf zurückzukommen, das ist also auch hier mit 40% Aufwandseinsparung ist es lösbar, dieses Thema, ja, indem Sie eben die offensichtlichen Inhalte einer Bestellung unabhängig von der Quelle durch KI ermitteln lassen und ans SAP übertragen lassen. Und wenn Sie dann 80% der Arbeit durch die Maschine erledigen, dann können Sie praktisch das Arbeitsumfeld Ihres Mitarbeiters sogar noch aufwerten, weil Sie dem Mitarbeiter Hinweise geben können, die einfach das Arbeiten am Arbeitsplatz vereinfachen und die Aufnahme eines Tickets vereinfachen. Ein schönes Beispiel dafür ist auch dieses Beispiel, Vertragserfassung, Mietvertrag beispielsweise. Bei einem Mietvertrag haben wir es mit einem heterogenen Prozess zu tun. Das haben Sie in Ihren Unternehmen mit Sicherheit auch. Also ein typisches heterogenes Beleggut. Ein Mietvertrag ist nie gleich. Der Mietvertrag, den ich vielleicht abgeschlossen habe, der unterscheidet sich mit den Mietverträgen, die Sie haben, ne? Und theoretisch kann jedes Zahlenfeld auf einem Mietvertrag kann eine Kautionssumme sein oder eine Postleitzahl. Wie halten Sie das auseinander? Und deswegen müssen Mietverträge, wenn Sie über Mietkautionen sprechen, in der Finanzdienstleistung beispielsweise manuell bearbeitet werden. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, 80% dieser Bearbeitung macht eine Maschine. So dass der Mensch tatsächlich schon automatisch sieht, was sind die relevanten Daten in diesem Vertrag und dann im Prinzip seine Tätigkeit nur auf das Prüfen und Abschließen bezogen ist. Und das sind diese 20, 25, vielleicht 30% Produktivitätssteigerung, von denen ich spreche, wenn ich von der optimalen Zusammenarbeit von Mensch und Maschine spreche. Und last but not least, und jetzt gehe ich mal auf die Zielgerade, dieses ganze Thema Posteingang. Hier haben wir es mit dem Beispiel eines Großunternehmens zu tun, das zum Beispiel den kompletten Posteingang im Bereich Human Resources mit KI liest und automatisiert. Und da gibt es also teilweise schon Vorgänge, neben der Tatsache, dass die Themen und die Mitarbeiter erkannt werden und so durch die Maschine eigentlich optimal die Tickets sortiert und optimal die wichtigen Dinge von den unwichtigen Dingen unterscheiden kann und dadurch natürlich die Bearbeitung extrem vereinfacht, ist hier ganz wichtig eigentlich, dass hier auch Dunkelverarbeitung möglich ist. Das ist also beispielsweise ein Unternehmen, was den Krankenkassenwechsel, was eben sehr häufig vorkommt bei diesem Unternehmen aus Telekommunikationswirtschaft, dass zum Beispiel ein Krankenkassenwechsel von Mitarbeitern komplett dunkel bearbeitet wird. Und da spreche ich dann tatsächlich nur von der maschinellen Seite, das ist aber eher eine Ausnahme sogar. Dunkelverarbeitung bedeutet, wenn ich einen Geschäftsvorfall bei Ihnen anstoße, der komplett nur durch einen maschinellen Ablauf abgewickelt wird, dass ein Mensch gar nicht mehr drauf schaut, weil die Konfidenz des Prozesses und der erhaltenen Daten so klar und offensichtlich ist, dass eigentlich sich niemand mit diesem Vorgang mehr selber beschäftigen muss. Also, was lernen wir daraus? Was bedeutet das eigentlich? KI kann dabei helfen, bessere Unternehmensentscheidungen zu treffen, kann die Vorgangsabwicklung extrem vereinfachen. KI kann tatsächlich diese 20, 30% Effizienzsteigerung schaffen und dabei dennoch Mitarbeiter zufrieden machen. Das ist ganz wichtig, weil eine Sache darf man nicht unterschätzen. Sie unterstützen damit ja auch ein Entscheidungsumfeld für ihren Mitarbeiter. Das heißt, meine These auch hier, ich glaube, sie unterstützen ihre Mitarbeiter eher durch die maschinelle Unterstützung, als dass sie den Mitarbeiter einschränken. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder hat das Zeug zum Genie, wenn der Arbeitsplatz es möglich macht, dass ich ohne Medienbrüche wunderbar arbeiten kann und reagieren kann. All die Dinge, die ich Ihnen hier in den letzten 25 Minuten gezeigt habe, auch die Grafiken, die Informationen über die fehlende Mitte und eben auch, warum, ganz wichtig ist mir das, warum eigentlich Menschen in ihrem Arbeitsumfeld durch KI aufgewertet werden und nicht unterdrückt werden. Im Gegenteil, sie werden aufgewertet. Wir können das Arbeitsumfeld von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufwerten. Das steht alles in meinem neuen E-Book. Das ist vor wenigen Wochen ist es veröffentlicht worden. Ich habe das für ThinkOwl geschrieben. Es das heißt die Zukunft der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit. Und da gehe ich also ganz konkret auch mit nicht nur diesen Beispielen, sondern auch mit Tipps und Vorschlägen darauf ein, wie Sie denn heute
heute schon das richtige Mindset in Anführungsstrichen schaffen können bei Ihnen und in Ihrem Unternehmen und in Ihren Teams, um sich eben auf diese Zusammenarbeit von Mensch und Maschine einfach vorzubereiten und daran zu arbeiten. Und das finden Sie zum kostenlosen Download unter www.thinkowl.de oder Sie schreiben mir einfach eine E-Mail. ThinkOwl ist im Übrigen eine solche Lösung, die es bei ITX unter anderem gibt, die eben so eine KI-unterstützte Abwicklung von Service-Desk-Aufgaben eben ermöglicht und das aus der Cloud. Also ich spreche davon, von der Demokratisierung von künstlicher Intelligenz. Das ist auch ein Effekt, den wir in den nächsten 2 Jahren ganz extrem sehen werden, dass auch kleine und mittlere Unternehmen sich die Nutzung von künstlicher Intelligenz zur Aufwertung des Arbeitsplatzumfeldes leisten können. Das nenne ich Demokratisierung von künstlicher Intelligenz. Ja, schauen Sie sich das einfach mal näher an. Wie gesagt, da gibt es auch diese Service Desk Software und schon auf der Startseite sehen Sie auch mein E-Book und Sie können aber mich auch gerne auch direkt ansprechen. Sie sehen hier meine E-Mail-Adresse, drop me a line, nehmen Sie einfach eine Mail, schreiben Sie mir ein Feedback, schreiben Sie mir Ihre Frage. Das wird bei uns noch nicht durch einen Roboter bearbeitet, sondern das mache ich noch ganz persönlich und selbst. Und somit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf ein weiteres Webinar im Zuge der iService-Initiative. Vielen Dank.